Bevor mit einer Zeichnung begonnen wird, sollte das Zeichenraster eingestellt werden. Die Anstellung Kreuz sowie ein Abstand von einem Millimeter zwischen den Rastpunkten hat sich im Maschinenbau bewährt. Die Einteilungszahl legt fest, nach wie vielen Punkten ein Kreuz gezeichnet wird. Das feine sowie das grobe Raster sollten zwei verschiedene Farben erhalten. Mehrere gleichzeitig aktive Fangmodi erleichtern die Konstruktion. Konstruktionen sollten nur am Anfang unter Zuhilfenahme des Rasters gezeichnet werden. In Eingabefeldern der Kontrollleiste können exakte Maße angegeben werden. Tangenten können sehr einfach mit der Funktion Tangente von Bogen zu Bogen erzeugt werden. Für Änderungen wird eine andere Werkzeugpalette aufgerufen. Mit der Funktion Objekt teilen können Kreise aufgeschnitten werden. Das nicht benötigte Kreisteilstück wird gelöscht. Mit dem zweiten Kreis wird ebenso verfahren. Die Funktion Linie verkürzen bzw. verlängern kürzt die Bogenlinie an die Tangente. Neue Kreise sollen ihren Mittelpunkt auf denjenigen der bereits vorhandenen Kreise bekommen. Der exakte Kreisdurchmesser wird jeweils in das Eingabefeld eingegeben. Zum Zeichnen der Mittellinien wird der Linienstil geändert. Hilfsbegrenzungslinien dienen zum Verlängern der Mittellinien über das Werkstück hinaus. Zur leichteren Bestimmung wird automatisch ein Auswahlfenster eingeblendet. Die nun nicht mehr benötigten Begrenzungslinien werden gelöscht. Zeichnen eines Teilkreises. Zeichnen einer Mittellinie, die im rechten Winkel zu einer vorhandenen Linie stehen muss und ihren Startpunkt im Kreismittelpunkt hat. Einfügen neuer Kreise. Dazu muss natürlich wieder der Linienstil geändert werden. Das genaue Maß wird im Eingabefeld eingegeben. Um mehrere Kreise auf einem Teilkreis anzuordnen, wird die Funktion Objekte kopieren radial verwendet. In den Eingabefeldern wird die Anzahl der Kopien und der Winkelschritt angegeben. Maße und Linienarten
sollen stets auf unterschiedlichen Leiern gezeichnet werden, um diese bei Bedarf rasch ausblenden zu können. Wenn ein Leier definiert wurde, kann darauf etwa ein Bemaßung stillgelegt werden. Die nun folgende Vorgehensweise gilt auch für Linienstile. Zunächst den Leier wählen und danach dem neuen Bemaßungs- oder Linienstil einen Namen geben. Per Neubutton wird der Stil angelegt. Für jede Art der Bemaßung können die Maßlinienfarbe und ergänzende Angaben festgelegt werden. Das Vorschaufenster links unten zeigt, wie sich die Angaben auf die Bemaßung auswirken. Per Präfix- und Suffixtext kann der Maßtext zum Beispiel mit Passungsangaben besonders ergänzt werden. Festgelegte Bemaßungsstile können nun sehr rasch aufgerufen werden. Dank Leiertechnik sind Linien und Maße nun ausblendbar. Die nun fertiggestellte Zeichnung wird mit der Maus markiert und in die Zwischenablage kopiert. Nach Anwahl des Papierbereichs kann die Zeichnung dort aus dem Zwischenspeicher eingefügt werden. Im Beschriftungsfeld lassen sich ergänzende Informationen eintragen. Text kann in unterschiedlicher Größe und Anordnung eingetragen werden.